Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier auf dem Mr. Dreibein YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch gerne etwas zeigen, das euch das Leben etwas einfacher machen kann, wenn ihr über ein Garagentor mit einem elektrischen Garagentorantrieb verfügt. Smart Home, das ist ja in aller Munde und viele Menschen rüsten derzeit ihre Häuser auf. Vor allen Dingen haben sie das auch während der Corona-Krise getan. Da war ja genug Zeit, um sich mal solchen Projekten rund um das eigene Haus oder die eigene Wohnung zu widmen. Und man hat also viel Geld in die Hand genommen, um sich tolle Smart Home-Produkte zu kaufen und diese dann in der Wohnung oder im Haus zu verbauen. Ich habe schon seit längerem mein Haus smart gemacht. Das ist vor allem im Bereich Energiesparen. Hier haben wir ganz viele Heizkörperthermostate im Einsatz, die clever sind und die wir über die App von Devolo steuern. Wir setzen hier also auf Z-Wave und diese Heizkörperthermostate sind in der Hinsicht smart, dass wir also sehr genau kontrollieren können, wann wer zu Hause ist und in den entsprechenden Räumen, in denen sich niemand befindet, dann energiesparend die Temperatur absenken können. Des Weiteren haben wir eine Zutrittskontrolle zum Haus realisiert über ganz viele Tür-Fenster-Kontakte an den Türen und an den Fenstern. So übernimmt also diese Smart-Home-Steuerung für uns quasi die Funktion einer Alarmanlage. Und selbstverständlich setzen wir auf Rauchmelder, die uns im Falle eines Feuers dann hoffentlich rechtzeitig lautstark informieren. Darüber hinaus haben wir noch ganz viele andere Sachen mit Smart-Home-Komponenten realisiert. Aber heute möchte ich euch zeigen, wie ich mein Garagentor smart gemacht habe. Wie in so vielen Häusern haben wir ein Garagentor, das elektrisch auf- und zugeht. Und dafür benutzen wir normalerweise diese kleinen Handsender, die beim Garagentor mitgeliefert worden sind. Das ist ja praktisch, wenn man mit dem Auto in die Straße gefahren kommt, nimmt man diesen kleinen Handsender, drückt da drauf und dann schwingt das Garagentor auf. Oder auch nicht. Das ist nämlich so ein bisschen entfernungsabhängig und manchmal hat unser Garagentor gute Laune, manchmal hat es schlechte Laune und ich weiß gar nicht, wie oft ich schon vor dem Garagentor gestanden habe und wie verrückt auf diesem Sender herumgedrückt habe und das Tor ging nicht auf, erst beim 5., 6., 7. Versuch. Das ist natürlich dann auch irgendwann mal peinlich und deshalb habe ich immer nach etwas gesucht, dass ich mein Garagentor auch über WLAN, über Funk oder ähnliches steuern kann. Und da habe ich ein ganz tolles Produkt entdeckt, das es bei Pearl zu kaufen gibt. Ich habe mir das selber gekauft. Ich habe da von Pearl nichts geschenkt bekommen und ich bekomme auch von Pearl nichts dafür, dass ich dieses Video hier mache. Nichtsdestotrotz verlinke ich euch das Produkt da unten. Deshalb steht da oben auch wieder Werbesendung. Und zwar handelt es sich um das Produkt Visortech Garagentorsteuerung mit WLAN, kompatibel mit Google Assistant, Alexa und Siri. Und das macht die Sache dann natürlich interessant. Wir haben hier zwar eine Garagentorsteuerung, die jetzt sagen wir mal nur per WLAN funktioniert, aber dadurch, dass ich es wie in meinem Fall mit Google Home steuern kann, mit dem Google Assistant, habe ich natürlich quasi von überall auf der Welt Zugriff auf mein Garagentor. Und in Verbindung mit der Kamera, die unsere Fassade draußen überwacht und entsprechend anzeigen kann, ob das Garagentor geöffnet oder geschlossen ist, sodass ich auch sehen kann, wer davor steht, ist das eine coole Geschichte, um beispielsweise meinen Kindern mal das Tor aufzumachen, wenn die einen Schlüssel vergessen haben. Dann können die durch die Garage nämlich ins Haus. Und darüber hinaus nutze ich das auch ganz praktisch, weil mein Studio hier oben ganz oben unter dem Dach ist und ich zu faul bin,
jedes Mal, wenn Amazon oder irgendein Postmann hier klingelt, all die Treppen nach unten zu laufen, um aufzumachen und irgendwelche Päckchen in Empfang zu nehmen. Und so habe ich die ganzen Lieferanten innerhalb kürzester Zeit auch recht schnell darauf dressiert, dass ich von hier oben aus, wenn sie klingeln, nur das Garagentor aufmachen kann und sie können dann das Gut, was sie liefern, in der Garage ablegen und wir holen das dann später ab. Das alles machen wir mit Sprachsteuerung. Und das genau ist das Tolle an diesem Produkt. Ich habe ja auf der einen Seite die WLAN-Steuerung und kann dann mit der von Pearl empfohlenen Elysion-App mein Garagentor steuern. Das ist gut und schön. Aber so richtig smart wird es natürlich erst, wenn das auch sich in dieses bestehende Google Assistant-Netzwerk hier einbinden lässt. Das mag bei euch vielleicht Siri oder Alexa sein. Ich persönlich habe jetzt hier bei mir zu Hause Google Assistant am Start und das funktioniert reibungslos. Einrichtung und der Aufbau des Ganzen ist wirklich kinderleicht. Man muss nichts weiter machen, als diesen kleinen Kasten, das Hauptsteuergerät vom Elysion Garagentorsteuer, in der Nähe seines Garagentors an die Wand zu kleben oder zu schrauben. Klebepads und Schrauben sind im Lieferumfang dabei. Und dann wird das Steuergerät mittels eines USB-Netzteils, das Kabel ist dabei, an den Strom angeschlossen. Ja, und dann ist noch ein langes Kabel angeschlossen, das bis zum Garagentor vorgeführt wird und dort an die Zarge der Garage angeklebt werden kann. Und mit dem Lieferumfang ist auch so ein kleiner korrespondierender Magnet, wie bei jeder Tür, Fenster, Kontaktsteuerung. Und damit kann dann das Steuergerät der Visortec Garagentorsteuerung erkennen, in welchem Zustand sich das Garagentor befindet. Auf oder zu. Und man muss das allerdings nicht unbedingt anschließen. Das Ganze funktioniert auch, wenn man das Kabel zur Erkennung des Öffnungszustandes aufgerollt irgendwo in der Nähe des Gerätes deponiert. Man muss sich diese Mühe nicht machen. Ich habe sie mir gemacht, habe das Kabel durch einen kleinen Kabelkanal bis zum Garagentor vorgeführt. Ja, und das sind schon die ganzen Anschlussarbeiten. Mehr muss man nicht machen. Kleines Gerät an die Wand kleben, Strom anschließen und dann, wenn man möchte, noch dieses Kabel mit dem Türkontakt ans Garagentor prümpeln. Einfacher kann es wirklich nicht gehen, also wirklich nicht. Und die App ist auch kinderleicht eingerichtet. Das geht in Windeseile und viele von euch werden auch die Elysion-App schon auf dem Handy haben, weil die ist ja bei vielen Produkten von Pearl einfach vorgesehen als die Standard-App zur Steuerung der verschiedensten Artikel, die dieser Versandhändler anbietet. Das Schöne ist, dass die App oder dieser Dienst Elysion auch gleich vom Google Assistant erkannt wird. Das heißt, man kann in der Google App, dann in der Google Home App einfach Gerät neu hinzufügen und dann findet man diesen Dienst auch gleich schon unten bei den vorgegebenen Diensten. Einfach auf Hinzufügen klicken, fertig ist die Laube. Dann ist die Einbindung in das Smart Home System von Alexa, Siri oder eben Google Assistant schon geschehen. Ja, und von der Bedienung her ist das auch kinderleicht. Mittels des Sprachassistenten muss ich einfach nur noch den entsprechenden Befehl geben. Okay, Google. Garagentor öffnen. Alles klar, das Garagentor wird geöffnet. Das alles ist einfach so simpel und leicht zu installieren und es funktioniert auch so reibungslos, dass ich diesem Produkt da wirklich nicht nur einen, sondern zwei Daumen hoch geben kann. Ich habe die Visortec Garagentor
Steuerung auch schon in meinem Dreibein-Blog ausführlich getestet. Wir haben dort auch herzlich gerne eine Produktempfehlung rausgegeben, weil wir das einfach ausprobiert haben und davon überzeugt sind, dass das einfach funktioniert. Es ist kinderleicht, das kostet nicht viel, das Teil, das wird so mit einem Dauerrabatt statt 99,95 oder was für knapp 40 Euro angeboten bei Pearl. Kann man also durchaus kaufen, ist sehr zu empfehlen und funktioniert tadellos. Wenn auch du irgendwelche cleveren Smart-Home-Lösungen hast, dann schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Wir können ja uns da mal darüber unterhalten, vielleicht stelle ich auch mal deine Lösung vor. Ja, das war's für dieses kleine Video, kurz und schmerzlos. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Guckt wieder rein in meinen Kanal und bitte, bitte, bitte helft mir mit, dass der Kanal noch ein bisschen mehr Rückhalt bekommt. Ein paar mehr Abonnenten, würde ich mich sehr drüber freuen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch und wenn du noch nicht abonniert hast, mach das doch, dann kriegst du regelmäßig Bescheid, wenn hier was Neues passiert. Und ich versuche mir die Sachen so unaufgeregt und sachlich wie möglich zu erzählen. Zappel Philips und so Profi-Influencer gibt es ja da genug. Lasst euch da nicht auf den Arm nehmen und guckt bei mir wieder rein. Ich freue mich auf euch. Ja, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe noch einen anderen YouTube-Kanal. Ich mache ja beruflich eigentlich ganz was anderes. Unter anderem beschäftige ich mich mit dem Thema Hörakustik, also Hörgesundheit. Und dieser zweite YouTube-Kanal, der heißt Na hör mal. Und der beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Schau doch einfach mal rein. Vielleicht sehen wir uns dort auch wieder bei Na hör mal. Na hör mal.